So, also immer noch in den Bergen. Morgen wird das dann wieder ein Delikoffer von zu Hause aus geben. Und ich kann es einfach nicht lassen. Ich habe schon wieder den Alfacher Doppelapfel mit dabei. Jetzt, wenn ich Skifahren gehe und so, rauche ich immer pro Tag nur eine Pfeife. Und dann, ja, wiederholt sich das halt manchmal bei euch, weil ich jetzt gerade Lust habe auf Doppelapfel. Werde ich heute auch Doppelapfel rauchen und ihr werdet schon wieder einen Delikoffer zu Doppelapfel sehen. Aber naja, wie immer, ich werde den Kopf bauen und euch zeigen, wie ich das Ganze gebaut habe. So, das war jetzt also gar nicht so einfach. Der Kopf ist jetzt gebaut. Die 50 Gramm Päckchen haben einen etwas feineren Schnitt als die 1 Kilo Packungen. Das kann ich euch vielleicht zeigen, wenn ich wieder daheim bin. Und ich denke, durch die kalten Temperaturen ist das Ganze noch etwas dickflüssiger hier. Und es war schwierig, den etwas locker zu bauen, den Kopf. Das Ganze ist jetzt schon ziemlich dense hier drin, weil ich es nicht gut auflockern konnte. Am liebsten würde ich das mit der Hand so halt auseinandernehmen und dann reinmachen. Aber ich denke, das wird jetzt schon laufen so. Trotzdem noch spannend geworden, der Doppelapfelkopfbau hier. Mal schauen, ob das was wird. Ich spanne gleich die Alufolie und dann sehen wir uns auch schon wieder beim Fazit. So, das hat jetzt doch besser funktioniert, als ich gedacht habe. Also auch, wenn das jetzt nicht so locker drin ist, etwas kompakter gebaut, funktioniert das einsam. Aber ich würde wahrscheinlich das nächste Mal trotzdem das Ganze etwas auflockern, irgendwie in ein anderes Gefäß tun und da mit der Gabel etwas lockern, weil so ist der Tabakverbrauch dann auch um einiges geringer, weil jetzt habe ich hier einiges an Tabak drin, wahrscheinlich über 20 Gramm würde ich schätzen. Vielleicht eher so 25 Gramm, aber naja, wer braucht schon 50 Gramm Packungen Doppelapfel, wenn es Kilopackungen Doppelapfel gibt? Also das Problem werde ich nicht oft haben. Ich habe jetzt einfach von Dubai die 50 Gramm Packungen mitgenommen, aber sonst hole ich mir da immer gleich ein Kilo, weil das Zeug kann ich immer rauchen. Und ja, zum Geschmack muss ich nicht sagen, einser Doppelapfel-Fans, schlagt zu, probiert es. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wenn ihr auch Doppelapfel-Fans seid, was ist euer Favorit an Doppelapfel? Und ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Wie gesagt, dann morgen wieder von zu Hause, dann wünsche ich allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.